jetzt nicht lang rumschnacken. Wir finden uns erstmal und dann. Also Aufnahme läuft bei mir, ne? Ja. Ich muss das nicht immer wieder erwähnen, mach das. Okay, gut, okay. Ich weiß gar nicht, ob jetzt schon jemand zuguckt. Nee, muss das warten, bis die einschalten. Das ist ein Video, Mann. Was ist denn mit dir? Oh, Gewitter, Alter. Herzlich willkommen, Leute. Zurück bei DayZ. Ja, seit langem mal wieder zusammen mit Big Quantum. Ich freue mich, wie Ochs, mal wieder Zeit gefunden hier. Ja, ich habe, darf ich kurz was sagen? Ich habe Rob vorhin gefragt, wie es ihm geht. Da hat er gesagt, ja, ich habe viel Stress und so. Der ist halt immer am Rumheulen, wie immer, kennt das ja. Ja, okay. Ich wurde halt auch direkt so abgewatscht. Ich habe gesagt, dann frag doch nicht, wenn du die Antwort weißt. Ja, du jammerst nur den ganzen Tag, guck mich an, ich bin auch ein hartes Leben. Und dann hat er noch erzählt, dass er ja so absolut sympathisch ist, ne? Oh, ich friere. Ach du Schande, ich friere wie Ochs. Mein Bildschirm gefriert, Big. Ich werde sterben. Echt? Also wir spielen, ihr habt es gelesen im Titel, wir spielen die neue Map, den neuen DLC von Emja. Sag halt Frostlein. Frostlein. Auf der Insel Sakal. Und so kahl ist das gar nicht. Sondern es gibt hier, also ihr seht Schneeflocken, ne? Und der Bildschirm gefriert und es gewittert und wir werden sterben. Und wie soll es auch anders sein, wenn wir mal zocken, dann ist direkt dunkel. Es ist Nacht, es ist immer Nacht. Also wenn wir Zeit haben, so, wir zocken jetzt, ne, haben nicht so viel Zeit, so bis um 8, ja, alles gut. Nein, dunkel, Nacht. Oh, ich bin gerade in Ewei, also hier muss ein Dorf sein. Du sollst auf mich zulaufen und nicht hier... Lauf auf dich zu. Mein Bildschirm gefriert, ich habe Frostblumen. Ich habe Frostbeulen überall. Also wir würden euch gerne die Karte zeigen, aber wie gesagt, es ist Nacht. Ja, kann auch sein, dass wir sterben. Vielleicht ist das besser, wenn wir einfach nur sterben. Denke ich. Du kannst auch... Glaub ich glaube, ich gehe mal rein. Die Nacht ist besonders kalt, hä? Hm. Ist ja nicht... Und das blitzt so krank. Also bei mir, ich habe hier Ziegen gerade gesehen. Okay. Mein Leuchtstab gibt auch langsam einen Geist auf. Es gewittert bei mir, es donnert. Also die Map, die ist ja... Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal hart Namals gespielt hat, aber man kann das vergleichen. Ich habe es zuletzt sehr lange bei den Schlafmützen Namals gespielt, was heißt sehr lange, einige Zeit. Und dort war es auch relativ hart, aber hier ist halt ungefähr genauso. Du musst dir dein Fressen auftauen, was du findest, trinken und so weiter. Ja, also, kennst also du das ja. Wer Namals nicht kennt, der kann gerne mal in der Playlist gucken, wir haben das auch oft gespielt. Ja, wir hatten sogar einen Namalsk im Frühling mal. Oder ja, so. Wir hatten einen Namalsk im Frühling, richtig. Also ich muss hier über Berge und Täler, aber ich sehe kaum was. Also wie gesagt, das erste Video hier von der Karte, wir würden euch gerne die Karte zeigen. Ihr seht, Schnee, kalt, tot. Wir haben uns doch gleich noch 3 Kilometer. Ja, 2 Kilometer habe ich schon überwunden hier mit Dauerrennen. Aber das Gewitter klingt krank. Bei mir hat es jetzt aufgehört, also auch der Schneesturm ist rieselt leise Flöckchen. Achso, es gibt auch andere Tiere hier, habe ich gelesen oder, ja. Okay, Raubtiere oder? No, Füchse. Füchse? Oh. Und Wölfe, also ihr kennt das ja, das ganze Übel. Ja. Und also ich werde bestimmt gleich von Wölfen zerrissen hier. Wie heißt denn eigentlich das Erfer? Hat der irgendwas mit PvE zu tun? Man sieht es ja auf dem T-Shirt oder auf der Jacke. Auf der Jacke, Old Boys. Ja. Old Boys Sakal. Die Leute haben gesagt, wir müssen hier spielen, weil wir nicht mehr so jung sind. Richtig. Also wir wollten uns auf einem anderen Server einloggen, da wird man direkt gedisst. Und ich dachte, ey, ihr seid weit über 30. Alten Knacker, Ü30, ihr Opfer. Oh, da ist ein Fuchs! Ein Fuchs, ich sehe einen Fuchs! Ich hab direkt einen Fuchs! Fuchsi! Hey, mein Süßer. Ich mach das jetzt wie bei Ghost of Tsushima. Ich renne dem Fuchs hinterher. Kennst du Ghost of Tsushima? Ja, aber ich werde hier keinen anderen Spielen Props geben. Wir spielen DZ. DZ. Dates. 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 The Walking Dead. Für Arme. Nee, für Arme nicht, weil die Map musst du erstmal leisten können. 25 Euro der DLC. Naja. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ja, die müssen ein bisschen Kohle reinholen, bevor die das nächste Arm abbringen. Also wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr ja bei Big und bei mir die Werbung laufen lassen, weil dann kriegt man die 25 Euro irgendwann wieder rein. Vielleicht in 3 Jahren oder so.
Na, momentan sind es noch 25. Ich glaube, bis 29. Also, wenn ihr das Video seht, ist der Sale vorbei. Ist abgelaufen. Der Einführungssale. Ist ja auch geil. Vielen Dank für die Info, ihr Idioten. Ja. Also, nee, ihr, wir. Wir sind Idioten. Also, hauptsächlich Rob. Aber. Was? Also, pass auf, der Big hat mir geschrieben: ey, ich spiele am Wochenende die neue Karte, spiel, dass du dabei bist, kauf dir mal den DLC. Na? Da bin ich los, da bin ich Steam aufgemacht, DLC gekauft. Du hast ja schon monatelang nicht mehr mit mir gezockt. Ja, ich hab dir aber zwischendurch mal geschrieben gehabt, da kam aber nichts. Da kam nichts zurück. Ja, siehst du mal, so hart habe ich dich ignoriert. Ja, aber richtig, also ignoriert. Volle Kanne. Ich musste mir jetzt Marmelade einwerfen, weil ich Hunger hatte. Ich habe auch schon Marmelade eingeworfen. Aber die konnte ich fressen, die war... Oh Gott, mein Gürtel reißt. Oh Gott. Oh nein. Auto ran geht auch, weißt du, oder? Ja. Oh, Alter, jetzt habe ich voll eine verbatscht gekriegt hier. Von wem denn? Tomboid. Ich bin hier in ein Dorf reingerannt. Oh Gott. Muss man sehen. Ja, es ist auch schrecklich dunkel. Es ist halt schon wieder geil. Das kotzt mich an. Mit der scheiß Dunkelheit. Ich will ja die Map hier nicht fertig machen, aber gibt es ja eigentlich auch Tag. Das wäre eigentlich ganz cool, ne? Oh Gott. Aber einen Spawnpunkt könnte man nicht raussuchen, ja, oder? Nee, oh Gott, wo bin ich denn hier hingeraten? Aber die Schneeflocken sind fetter als in den Mods, oder? Ja. Richtig Schneebälle krachen dir hier in die Fresse. Da drüben bist du noch 600 Meter? Oh, geil. Das Auto ran, das bringt schon was, ne? Ja, du rennst automatisch. Du musst halt nicht drücken. Also ein bisschen wärmer wird es mir scheinbar auch. Oder auch nicht. Kannst du Feuer machen? Warte mal. Ne, ich habe hier erstmal... Dem Nachbar gefällt das nicht, dass ich in das Haus gehe. Ne? Ich nehme mal ein bisschen Rinde mit. Oh, hi. Hallo, Herr Nachbar. Wir müssen Feuer machen, Alter. Wir müssen auftauen. So, fuck, ich habe helle Rinde. Dreimal, das reicht. Brauchen wir Sticks. Ein bisschen was brauchen wir auf jeden Fall. Sticks? Ich kriege ja nur Rinde. Ich sehe auch nichts, weil das dumme Drecksbild so scheiße einfriert. Da kriege ich schon wieder Aggression. Warte, bei dem Dreck. Ich hole Sticks. Ich kriege überall nur helle Rinde. Ich bin hier am Birkenwäldchen. Einsamer langer Stock. Warte. In meiner Stadt heißt der Stadtpark, den nennt man so im Volksmund Birkenwäldchen. Hier ist es Realität. So, warte mal, den kann ich so halbieren, ne? Den langen Stock, oder? Aufteilen, so. Kriege ich da auch schon wieder kleine Sticks raus, ne? Krieg überall helle Rinde. Wie ich das so finde? Oh, je. Die helle Rinde? Schafe. Kurzer Stock, warte, nehmen. Nehmen und nicht geben. So, den will ich auch aufteilen. Dann nehme ich den auch mit und habe ein bisschen Feuerholz. Ich habe das Messer an der Hand. Wieso macht denn der noch Rinde? Wo bist denn du eigentlich? Du siehst mich doch. Nee, nicht mehr. Nee? Hey, der da, wo es niest. Da bist du, 300 Meter, da hinten bist du. Da hinten gräbst du rum. Ey, wieso wird mir das nicht mehr angezeigt? Ach, dort. Oh. Ist das grausam. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Stick für einen Feuerbohrer und Holz zum Anzünden. Ja, das habe ich. Ich werde jetzt noch Stofffetzen geht nicht, kann nur Jutestreifen herstellen. Jutestreifen könnte ich mir vorstellen. Oh, so ein Jutestreifen hier. So ein richtig Jutestreifen. Okay, also ne, wir werden das schon schaffen irgendwie. Ja, wir machen jetzt mal ein Feuerchen, dann wärmen wir uns mal kurz auf, weil ich habe nämlich einen Schnuppen. Hier, wo ich jetzt bin, ist auch ein kleiner grüner Schulranzen. Für also ich habe so einige Leute munkeln hören, dass die Karte scheiße ist, sie ist zu hart und so. Und ja, wir werden es beweisen. Wir schauen uns das mal an. Na, wir werden es beweisen, dass es nicht so ist. Also ich glaube, die Karte ist nicht zu hart, du bist nur zu schwach. Richtig, es sieht zu hart, bist du zu weich oder irgendwie sowas, ne? So, warte mal, ich baue jetzt Feuer, ja? Wenn du deine Rinde mitbringst, können wir das Feuer auch anmachen. Ja, ich bin gleich da, noch 80 Meter. Okay. Platzieren. Dann docke ich gleich mal die anderen Sticks hier noch mit drin. Als Treibstoff. So, ich höre dich schon hopsen. Ja, wo ist denn hier dieser Scheißeingang? Der Scheißeingang ist hier.
Guck mal, da hinten ist ein Kamin. Kamin in Find Out. Gib mir mal einen Stick. Na, die sind alle da drin, musst du mal einen rausnehmen. Oh Gott. Soll ich den rausnehmen? Oh, warte mal, Lagerfeuer in die Hand nehmen. Ich habe das gar nicht hier drin platziert. Warte mal, geh mal. Doch, da ist ein Lagerfeuer. Hä, wieso lagen hier noch ein Lagerfeuer? Ja, hat vielleicht schon jemand Feuer gemacht. Auf jeden Fall brauche ich einen kleinen Stick. Sonst können wir es nicht anmachen. Ich kann das Lagerfeuer nicht da reinmachen. Guck mal, ob es da drin ist. Warte mal, mein Schnellzug, der ist schon wieder... Hier backt gerade irgendwas. Ich muss mal das andere Haus probieren, ob es dort geht. Hast du gerade in deinen Helm genießt? Na, Logo. Bäh. Oh. Wo bist denn hin? Ich will das andere Haus mal nehmen. Weil der Kamin wahrscheinlich zu sehr an der Wand ist hier. Das Nachbarhäuschen, verstehst du? Hier gibt es bestimmt einen Kamin. Wieso denn der Scheiß? Ja, hier ist einer. Der scheiß Ofen geht doch auch. Ist derselbe Ofen. So, aber der andere war zu nah an der Wand. Jetzt kannst du mal die Türen zumachen. Gib mir mal. Nimm dir mal einen Stick raus. Beim Treibstoff ist ein Stick drin. Ich kuddel mal kurz einen Schluck hier. Glück, Glück, Glück. So, nicht gleich zu viel. Noch ein bisschen was aufheben hier. Ja, meine Nota-Cola, die ich gefunden habe, die ist halt leider gefroren. Die müssen wir dann jetzt hier auftauen. Und? Ich bin dabei. Ja, ne? Funst. Sind das für Geräusche? Ja, sind schon komische Geräusche, oder? Ja, definitiv. Oh Gott. Warte. Gesundheit. Na, was ist denn da los? Ja, wir brauchen Wärme, Alter. Ich bin krank. Ich hab die Rotze. Ich hab auch Virus. Es ist kein Virus, es ist halt Schnupfen. Halt der Schnupp. Ja, komm ein bisschen ans Feuer. Ja, ich komm ein bisschen hier ran. Ne? Ich muss mal meine Cola kochen, wenn's okay ist. Ist die mal, oh, auch voll in den Helm, ne? Und du musst sie nicht draufstellen, du kannst sie auch vorm Ofen stellen. Also so ja, ging's auf einer Maiske eigentlich. Nein, ich stell die drauf. Dafür ist es da. Muss er halt jetzt im Auge behalten hier. Nein, nicht, dass die dann blubbert, dann habe ich Kaffee. Das sind schon komische Geräusche hier rundherum. Rundherum, ne? Oh, hier ist eine Cola. Mhm. Mein Wasser? Ich habe auch eine Cola, aber die ist aufgetaut. Das ist gut. Bist du ein bisschen Kräutertinktur? Aber meine Waffeln sind gefroren. Ich hab tatsächlich Kräutertinktur. Mein Bildschirm taut auch ein bisschen auf jetzt, ne? Meine Waffeln sind gefroren. Pack die davor. Na, meist ging's mit dem Davorpacken immer. Okay. Also du kriegst jetzt auch, als Buff kriegst jetzt, glaub, bis zu 3 plus beim Thermometer. Oh, die will ich alle 3 haben. Das haben sie geändert irgendwie. Ich hab's nur geschafft auf Chano letztens. Mit dem Ronsen habe ich, ja, Grüße gehen raus natürlich. Ja. Ronsen. An Ronsi, den... Da hat immer klein. Da, wenn der auf dem Server anfängt mit Spielen, hat er sofort ein Auto. Das geht immer ganz schnell bei dem. Ja? Ja. Das nennt man Glück. Nee, er hat gesagt, er ist ein alter Hase, der weiß, wie man Geld verdient. Also ist der Server eigentlich auch was für ihn, ne? Und ja, genau. Ne? Nee, jedenfalls, was wollte ich denn sagen? Ist ja auch egal. Wir tauen gerade auf. Aber sowas von. Wir sind aus. In derselben Klasse in der Schule, seht ihr an unseren Schultaschen. Wir sind hier aus der 4B in Stralsund am Hafenbad. Oh Gott. Okay. Ich habe gedacht, wir sind aus Eckernförde. Nee, dort arbeitet mein Papa. In Braunlage. Ach, meine Cola ist aufgetaut. Ist das geil. Wäre schön. Werde ich mir intravenös einklatschen jetzt hier. Wäre schön, wenn wir auch auftauen. Ja, der Bildschirm, der lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig, ne? Also mein Thermometer ist jetzt türkisblau. Weiß nicht, was deins macht? Es hat 3 Pfeile nach oben und ist blau-blau. Jetzt ist mein Bildschirm auch aufgetaut. Geh mal von dem fucking Ofen weg, Alter. Okay, jetzt muss ich immer erst aggressiv werden, bevor das funktioniert. So, mein Schnellzugleist ist auch verschwunden. Ja, dann musste Ask
Option, dann ja. Wie heißt denn das? Das Hut, ne? Ja, genau. Deaktivieren, dann anwenden und nochmal dann aktivieren, anwenden und raus. Anwenden. Mit Alt F4 bestätigen. Und da ist es wieder. Sehr schön. Also immer noch türkisblau. Eine kühle. Aber drei Pfeile nach oben, das ist schon mal gut. Eine kühle Waffel habe ich jetzt, okay. Die ist nur kühl, denn da geht's doch. Nee, das ist okay. Okay, kühl. Kühl, okay. Ich habe kein Verbandszeug mehr. Ich habe aus dem Verband, den ich hatte, habe ich tatsächlich das Feuer gemacht, das Lagerfeuer. Na, jetzt wird es schon ein bisschen wärmer hier, merke ich. Wir sind die Leute hier wieder zuschauen, wie wir an einem Eisfeuer abhängen. Ja, also ehrlich. Ja, aber auch zum Kotzen. Ja, weil hier gleich Nacht, weißt du? Gleich minus 80 Grad, wir zeigen neue Map, die heißt Frostline, also machen wir mal Frostline. Aber es scheint heller zu werden, heller von Sinn da draußen. Nee, heller. Come under my umbrella, es wird Gott. Immer wieder heller. Oh je. Yeah. Prr. Oh. Jetzt. Gott. Ey, ich hab ein weißes Thermometer, das gibt's nicht. Ich hab dich angerotzt, Alter. Ich hab aber einen Helm auf. Na und, aber das hängt an deinen Klamotten, dieser Dreck. Ich seh's. Dreckige grüne Scheiß. Ja, Hose voll, ey. Oh. Ein Plus blinkt schon. Hm, ich hab auch also ein leichtes Plus unten. Nur unten rum. Mhm. Eigentlich wollten wir von der Map was zeigen, jetzt stehen wir vor dem Kackofen. Ja. Also sobald es hell wird, wir können ja aber auch einen Cut machen, bis es hell ist. Nein, es wird doch hell, guck mal raus. Wird doch Tag, muss jetzt nicht unbedingt cutten hier. Ich meine, die Leute, die jetzt zuschauen, die haben sich jetzt eher an das Desaster hier gewöhnt. Die werden jetzt ohne mehr wegschalten, nur weil wir einen Cut machen. Nee, du hast ja schon eine Weile nichts mehr gebracht für ein Desaster. Ah. Ist auch gleich unser Feuerchen alle, ne? Alter, was ist das für ein Geräusch, wenn ich mich drehe? Was hast du in deinem Rucksack? Ah, das klingt, als ob du auf losen Steinen läufst. Auf Schotter. Mach ja. Du das mal. Knie dich mal hin und dreh dich mal. Sind die Schuhe gefroren oder was? Wahrscheinlich. Oder es liegt dran, weil ich einen Gürtel trage. Alter, was hast du für Schuhe? Ich hab keine Ahnung. Das ist problematisch, das können wir so nicht lassen, aber was willst du machen? Aber es brennt schön vor sich hin hier, ne? Ja. Wird es denn schon heller von Sinn? Ja. Wenn schon, denn schon. Der Rhododendron oder was? Jetzt ist aber bei mir alles Geräusch, ne? Das sind deine Knochen. Das sind meine Knochen. Muss mir irgendwo was gebrochen haben. Hast du dir was gebrochen, dann ist es meistens ein Knochen. Oh. Dann hilft dir schnell der Jochen. Das war jetzt wieder eine krasse Line. Ja. Und wenn ich bin in meinem Zimmer, dann wird es immer schlimmer. Oh Gott. Ja. Eine krasse Line. Du hast gesagt, du willst nie wieder... Oh, hier liegt ein Toter. Okay. Was ist da, du willst, dass ich nicht mehr reime und rappe? Das nee, du sollst, nicht, Videos kaputt. Du sollst nicht singen. Hast du mein letztes DC-Video gesehen? Noch nicht. Nicht spoilern, bitte. Okay. Ich kam noch nicht dazu. Ich habe mir alle angeschaut. Aber das letzte habe ich noch nicht. Weil ich jetzt am Wochenende war ich in Karls Erdbeerdorf. In Karlsruhe Döbeln. Oder was? Hier bei Döbeln hier. Mach doch mal die Tür zu. Was bist denn du für ein... Ist das Feuer noch an? Ja, aber das gefriert da alles wieder. Ja. Ja, warte, ich komme. Ich muss noch was auf den Ofen klatschen. Ein halbes Schaf. No? Zack! Rauf den Kadaver. Kannst du mir spielen auf die Piano eine Bauchnabel, der so schön geprickelt hat in meine Biere? Hä? Was? Ja. Oh, eine schöne Patschka habe ich mir draufgelegt. Guck mal, ich mache gerade Leberwurst. Ja, ich habe Soße gemacht. Also. Ja, hab's oh, geil. Schön ein kleiner grünen Dino dort reingelegt. So muss das sein. So, nochmal gucken, wann die Patschka auftaucht hier. Die Patschka. Ah, es klingt das. Wenn du vor dem Ofen stehst, klingt das so. Ja, als würden wir in so einem
Kennst du die kleinen Mosaikpflastersteine? Mhm. Aus Granit? So ungefähr klingt das, wenn man so eine Schaufel da ausgibt. Übel, ne? Es ist Grübel. Habe ich meine Waffe eigentlich schon nachgeladen? Nee. Jetzt. Ja. 9-Schuss-Magazin? Ja, das, die gibt's ja dazu. Mhm. Ja, 10. 9 im Magazin, 1 im Lauf. In im Lauf. Läuft. Also, mir wird gerade nicht wärmer. Geh mal weg hier. Mhm. Wir müssen uns die Hitze teilen. Oh, was hast du. Weil du das Feuer ausniest. Hier, so geht das. Feuer ausniest. Hast du eine Wasserflasche auch? Ich habe eine Waterbottle, yes. Ich auch, die habe ich ganz schnell gefunden. Also der Surfer, ich weiß nicht, ob es der Rob schon erklärt hat, Old Boys heißt der, steht da Vanilla Plus. Also der ist nicht übermoddet, würde ich sagen. Und das finde ich auch okay, wenn man eine Map neu kennenlernen will, oder? Genau. Ja. Wir wollen euch ja auch die neue Map zeigen, den DLC. Und nicht irgendwas, was schon hardcore durchgemoddet ist. Ja? Aber Alter, wir sind seit 20 Minuten im Dunkeln. Ich hätte da einen Cut gemacht. Oder wir beenden die Folge jetzt erstmal. Schauen uns den Scheiß auf. Was ist denn das? 20 Minuten Folgen mache ich nicht mehr. Machen wir 25 Minuten? 26. 26, okay. Klingt gut. Darf ich meine Patschka-Wings noch auftauen hier? Wisst ihr, wenn sich schon jemand die Zeit nimmt, sich diesen Stuss anzugucken, sollte man dem wenigstens ein paar Minuten geben. Ja. Mein zweites Plus erscheint. Ja, meins noch nicht. Ich habe noch nicht mal das erste. Das blinkt halt so ein bisschen vor sich hin. Na, knie dich mal davor. Ich knie mich mal davor. Warten. Meine Patschka ist jetzt warm. Ich esse jetzt warme Patschka. Warme Leberwurst. Direkt aus der Schale. Da wird man nämlich auch von innen warm. Guck, da geht nämlich auch das Thermometer hoch. Wenn wir warme Sachen essen... Na? Sag mal, haben wir eine Quarten? Oh ja. Wir haben eine Quarten auf M. Ja? Plastikquarten? Wieso sehe ich meinen Namen eigentlich? Ich sehe deinen. Achso, ich sehe mich grau. Ja. Hier ist ja grau. Severomorovsk, Morsk, irgend sowas. Mhm. Könnte man meinen. Wir sind direkt vor der Stadt, ne? Ja, ja. Da gehen wir hin. Gehen wir hin. Da gehen wir hin. Wenn du deinen Plus hast, hast du deinen Plus jetzt? Warte. Was siehst du meinen Gruppenmarker? Ja. Ja? Geil. Dann können wir ja direkt in der nächsten Folge starten, oder? Ich weiß, übelster Cliffhanger, ja, wir zeigen euch die neue Karte, bla bla bla. Das Einzige, was nee, wir starten jetzt. Jetzt? Ja, Alter, was ist denn mit dir? So eine Folgen liefere ich schon lange nicht mehr ab. Das ist dein Niveau. Komm. Seit wann habe ich Niveau? Ist das erste Mal, dass du sagst, dass ich Niveau habe. Messer in the hand. Yes. Warst du schon in der Halle? Nein. Ja, hier unten in der Halle wären die Dummen die alle. Ich war schon mal in Halle. Ich auch schon. Halle in der Saale, Reifenreparaturset. Nee, ja nicht. Man nicht. Wir haben ja nicht mal einen Reifen. Geschweige denn einen kaputten. Aber ich habe einen Zomboid gehört. Ja. Was ist denn los? Kommst du nicht rein? Boah, hat er mich erwischt. Du musst den starken Schlag machen. Oh, da hat kalte Snacks, hat er. Komm mal das Ding hier dran, ja. Du musst den starken Schlag machen. Okay. Aber derzeit hauen die mich 5-mal. Hier ist noch einer, warte mal. Wo bist denn du? Ach ja. Was hast du noch gefunden? Leuchtstab, oder? Nee, das ist meiner, komm. Ich komm. Also wir müssen trotzdem so Futter und sowas mitnehmen, ne? Wenn wir jetzt einmal hier in einem Dorf sind. Ja, ja, in die Gewächshäuser, Leute. Wenn ihr DayZ noch nicht gespielt habt oder nicht so lange, in Gewächshäusern findet man eigentlich meistens was zu trinken. Ja, manchmal auch eine Zucchini oder so. Oder eine Gurke. Also eine Zucchini ist ja eine Gurke ohne Geschmack eigentlich. Ja, richtig. Ich gehe trotzdem hier unten nochmal in der Hütte gucken, ne? Ja, Essen habe ich gefunden. Das müssen wir halt dann wieder auftauen. Hm. Aber das ist nun mal unser Los hier. Hey, ich bin jetzt schon in Severomorsk. Stadt und Zeit des Krankenhauses markiert. In Gewächshäusern findet man. Ich hatte nichts.
Ja, nicht in jedem, aber meistens schon. Also ich habe die Erfahrung. Ich habe die Erfahrung gemacht. Also in den Gewächshäusern, die du betrittst. Ich hatte mal aus Versehen ein Video von dir vorgeschlagen gekriegt. Ich glaube, das war dein letztes DayZ-Video, was du gebracht hast. Okay, was nicht wirklich DayZ war? Ja, hart übermattet, ja. Aber richtig hart. Und dort hast du auch im Gewächshaus was zu trinken gefunden. Was? Ja. Nee. Und was ich dazu sagen muss, also ich habe aus Versehen drauf geklickt, normalerweise gucke ich denn seine Videos nicht, das weiß er aber auch. Ja. Dass ich mir so einen Scheiß nicht gebe. Nee. Also die Spiele, die du spielst, die sind absolut nicht mein Level, weißt du? Ich weiß. Aber ich gucke mir aber auch die Spiele an, die du spielst, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich dich da einfach unterstütze. Ja, die sind ja super Spiele eigentlich. Ja. Ich spiele nur Scheiß oder was? Nee, das. Ich zocke gar keine Rocket League und so. Das ist ja für mich Fortnite für Arme. Das Star Wars Outlaws spiele ich aber als Main Project, musst du sagen. Ja, konnte mich nicht so überzeugen. Ich habe es auf dem PC gesehen, beim Knalli. Mhm. War ein bisschen buggy, die ganze Nummer. Und das haben die haben aber sehr viel gefixt jetzt auch. Nicht so. Aber ich lobe jetzt keine anderen Spiele. Wir machen jetzt keine Props für andere Spiele. Genau. Das kann ja auch nicht das Maß aller Dinge sein, die Spiele unfertig genau. Rauszubringen. Richtig. Na ja gut, da spielen wir ja gerade das beste Beispiel dafür. Mhm. Ja, richtig. Aber es war halt 8 Jahre im Early Access, oder? Ja, hat sich gelohnt, die 8 Jahre. Also ich mache komische Geräusche mit den Schuhen. Das ist, ich auch. Das ist sehr weird. Es knirscht und rumpelt und in den neuen Häusern hier finde ich gar nichts. Doch, ich habe eine Armbrust gefunden. Quatsch. Daryl Dixons Armbrust. Ja. Okay, dann ist cool. Wenn das stimmt. Ja, da gehen wir mal raus wieder. Also hell wird das hier eher nicht. Nee, oder bleibt der Server dunkel? Ist der nur nachts? Nee, also als ich hier getrennt bin letztens, da war es schon ein bisschen hell. Okay. Also ich konnte jedenfalls was sehen. Ich werde das Video auf jeden Fall ein bisschen aufhellen. Oh echt? Machst du das wirklich mal? Das gab's ja noch nie. Du machst die ganze Zeit eigentlich schon. Ja, machst du immer Videos im Dunkeln? Ja, nur. Eine leere Blechdose. Nee, brauchen wir jetzt nicht. Da steht ein Zombie auf dem Dach. Auch geil. Warum schreit er? Was macht denn der da oben eigentlich? Ich weiß nicht. Wie bei Livonia, wo die am Anfang hier... Oh, ich sag jetzt, eine leere Blechdose habe ich jetzt mitgenommen. Ach, du warst in dem Gewächshaus, ne? Ja. Kommt der da auch runter vom Dach? Ich test mal. Was schreiben Sie bei Problemen oder Fragen bitte ein Ticket? Erste, nicht in den Chat, okay. Kannst du mal fragen, warum im Chat, ja. Bitte? Ich habe ein Problem damit, dass ich alles mit dem Ticket machen muss. Cabrio-Hose. Kann ich mir eigentlich mal ein paar Stoppfetzen herstellen hier? Oh. Was denn? Hast du Besuch? Langsamer. Oh. Locken mal bitte. Oh nee, das ist ein Schneller. Sehr schön, hauen weg. Den Klatscher. Der hat eine Pipsi, also verhungern sollst du ja nicht. Ich hoffe, das taut dann bald mal alles auf in meinem kleinen Rucksack hier. Nee, das taut nie auf, dafür musst du Feuer machen, Rob. Also, da fällst du dann... so von alleine geht's nicht so. Nee. Aus dem Alter sind wir raus, wo irgendwas alleine passiert. Ja, das stimmt. Aber guck mal, es wird heller. Mein Teller. Es wird wieder heller auf meinem Teller. Kann das sein, dass es hier viele Zombies gibt? Es kann sein, dass das eine Stadt ist und dass es hier einige Zombies gibt, ja. Aber von allen Seiten prasseln sie auf uns herein. Wir sollten uns mal einen Unterschlupf suchen, oder? Komm mal zu mir hier. Komm mal. In der Hütte? Ja, in dem Häusel, ja. Och, nee. Oh, jetzt habe ich direkt... Ich sterbe. Warum denn? Renn weg. Ich würde dir helfen, aber... Was ist los? Ich liege auf dem Boden. Mit dem übelsten Herzschlagen. Ich habe übelstes Herzbummern gerade auf den Ohren. Herzbummern? Ja, die lassen ja von dir ab, wenn du liegst. Das hoffe ich doch. Ja.
Zum Beispiel die Herren, 6 Kilometer. Da haben wir das vereinbart. Ah, na dann ist okay. Ja, ich sehe leicht was. Hm. Ich mein Auge je wieder aufmache? Kann sie ja mal weglocken. Oh, ich habe einen roten Bildschirm hier. Ich glaube, ich verblute. Wollte ich gerade erfolgreich reanimieren. Hm. Vielleicht warten wir mit der Stadt, bis hell ist, oder? Denke ich. Oh, der kommt schon wieder. Ich lock die mal weg. Ich lock die mal weg. Ja, die rennen mir trotzdem hinterher hier. Jetzt habe ich mein Messer dort liegen lassen. Scheibenpflaster, ey. Kannst du die bekämpfen? Weil ich muss mich verbinden, ganz dringend. Sind da bloß zwei, warte mal. Ich verblute nämlich. Ich hab grad vergessen, wie man zuschlägt. Ja, du hast ja auch eine Pistole, fällt mir gerade ein. Ja. Meine Wunde behandeln, so. Verbinde gerade den Zombie, den ich getötet habe. Das ist gut. Ja, hilfreich. Ja gut, so, da würde ich sagen, dann machen wir mal eine Pause. Die Sonne geht da schon hinten schon auf. Ja. Liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und lasst uns ein Feedback da. Abo, Like, alles nicht vergessen. Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ne? Bis zur nächsten Folge von Daisy. Tut mir leid, dass der Rob heute wieder so reingeschissen hat. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao, ciao, Leute. Ciao.